Ich weiß. Klar, ich habe eine Weile nicht gepostet. Das liegt daran, dass ich aufgehört habe mit YouTube und nun Rutschentester geworden bin. Wir testen heute Rutschen, okay? Ich bin in meiner wichtigen Rolle heute angerufen worden und mir wurde gesagt, Ronja, rutsche. Testen. Ich habe hier mein Rutschentester-Buch, damit wir hier ein Rating schreiben können, damit wir alles notieren können. Das ist ja auch wichtig. Ich nehme meinen Job sehr ernst und dann würde ich sagen, gucken wir uns die Lage mal an. Okay, kein starker Start, sage ich ehrlich. Schlecht erreichbar. Ist hier leider irgendwo im Nirgendwo. Ich bin mir nicht ganz sicher, also schreiben wir schon mal auf. Schlechte Erreichbarkeit. Ansonsten, ist bis jetzt nichts Besonderes. Hä? Wir müssen aber auch mal testen. Wir müssen der ganzen Sache eine faire Chance geben. Also schöne grüne Treppe, aber keine Sicherheitsreling. Da kann man schon mal runterfallen als Kind. Es gibt auf jeden Fall Abzug. Dann gucken wir mal hoch. Was ist das? Hier ist das Geländer kaputt. Also mit so einer Rutsche 5 Sterne zu kriegen, sage ich euch ehrlich, denke ich, ist nicht mehr drin. Das ist ja auch gefährlich. Das ist gefährlicher, als keine Reling zu haben bei seiner Treppe. In der Treppe können die meisten Leute steigen, auch ohne Reling. Aber so oben, wo man sich festhalten will, vielleicht haben Leute Höhenangst. Das gibt Abzüge. Abzüge, Abzüge. Bis jetzt ein Stern für die Rutsche. Aber mal gucken. Wir geben der ganzen Sache eine Chance. Okay, wir gehen mal weiter. Hui, ist ja ganz schön wackelig hier oben. Nicht so super befestigt. Und das ist die Rutsche. Hui. Okay. Ist okay. War länger, als ich gedacht habe. War gar nicht schlecht. War okay. War überraschend gut. Ich frage mich, wie die hält. Ich meine, die hat nicht mal so Befestigung, das Ding. Sie scheint eine sehr stabile Rutsche zu sein. Okay, wir testen das Ganze nochmal, okay? Man muss ja immer ein paar Mal rutschen. Halt, es ist im Rutschen Testerberuf, ist es so. Also da kann man ja nicht einmal runterrutschen und sagen, okay, 3 Sterne für die Rutsche. Bisschen langsam, sag ich mal, kurz, aber länger, als man denkt, wenn man hier guckt. Also gucken wir nochmal. Irgendwie ist es dunkel geworden. Bilde ich mir das ein? Ist es dunkel geworden? War die Rutsche doch länger, als ich dachte? Ah, was? Ich kann von unten in die Rutsche reinrutschen. Okay, puh. Also jetzt ist es dunkel. Habe ich hier so lange schon gerutscht? Nein, oder? Also ich war ja nur 2-mal rutschen. Also klar, ich gebe mir schon Mühe mit meinem Bericht, so ist es nicht. Aber das kommt mir ein bisschen spanisch vor. Ist okay. Wir testen mal. Bisschen höher, oder? Bilde ich mir das ein. Es ist halt so komisch, dass alles so dunkel und schwarz-weiß ist auf einmal. Aber kann halt auch sein, dass ich einfach so einen Spaß hatte beim Rutschen, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie die Zeit vergangen ist. Das ist natürlich immer möglich. Wisst ihr was? Bemerke ich jetzt Pluspunkt. Okay. Und rein. Und. Hä? Warte, es ist noch dunkler. Es ist dunkel. Oh mein Gott, ich stecke in der Rutsche fest. Nein, nein. Was? Oh, da unten. Was ist denn hier los? Das ist eine Taschenlampe. Warum ist hier eine Taschenlampe in der Rutsche? Was? Eine verlorene Taschenlampe. Es ist zum Glück noch etwas Batterie drin. Okay, super. Klasse, da freue ich mich. Ich höre nichts sagen, aber... Also, das ist ja nicht normal für eine Rutsche. Erstmal, die war viel länger diesmal. Vielleicht haben sie auch meine Kritik gehört. Vielleicht haben sie sich gedacht, wisst ihr was? Wir machen die Rutsche länger. Aber es ist halt so dunkel hier auf einmal geworden. Es ist mitten in der Nacht. Ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Rutsche bauen würde, mitten in den Wald, ohne andere Rutschen in der Nähe, dann würde ich wenigstens gucken, dass ich die ausleuchte. Damit die Kinder halt keine Angst kriegen. Ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Kind, was noch jung ist, vielleicht ohne Eltern zu der Rutsche gegangen, dachte sich, hey, ich habe eine gute Zeit. Und dann auf einmal sitzt du hier, in kompletter Dunkelheit. Naja gut, dann schauen wir mal. Ach komm, wir haben jetzt eh nichts zu tun. Ich komme hier eh nicht raus. Dann rutschen wir nochmal, oder? Oh! Jetzt ist wieder helle. Ah, nee, das liegt an der Taschenlampe. Vielleicht habe ich es mir auch eingebildet. Diesmal war alles ganz normal. Leuchtet irgendwas. Ist das noch eine Taschenlampe? Nee. Aber meine hat auch so geleuchtet. Das heißt, wir gucken mal, was da ist. Zeitungsartikel? Oakfield News. Kleinstadt-Tragödie. Die Kleinstadt ist am Trauern, als mehrere vermisste Personen im lokalen Park immer noch nicht gelöst werden konnten. Was? Reporter sagen, Kinder und Erwachsene sind verschwunden. Ein Detektiv, der den Fall bearbeitet, sagt, es ist, als ob sie sich in Luft aufgelöst haben. Bin ich die vermisste Person? Bin ich schon so lange hier? Sitze ich schon mein Leben lang? Sind Jahre vergangen, seitdem ich hier rutsche? Tag und Nacht, Wochen, Monate? Und ich sitze einfach hier und rutsche? Habe ich nie Hunger? Habe ich nie Durst? Oh mein Gott, warum bin ich denn... Ich sag's euch ganz ehrlich, es ist kein einfacher Job, Rutschentester zu sein. Aber was will man machen? Es ist einfach meine Passion. Können wir es auch zu Ende bringen, denke ich. Bisschen Schiss habe ich jetzt schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber...
Rutschen macht immerhin Spaß. Das ist halt der beste Part an meinem Job, muss ich ganz ehrlich sagen. Verändert sich nichts mehr. Es ist auch alles normal. Es ist halt dunkel geworden, ne? Es ist Nacht. Ich weiß gar nicht, warum ich hier so ein kleiner Schisser bin. Ich bin hier, um zu rutschen. Alles ist normal. Alles ist gut. Keine weirden Sachen passieren. Und ich meine, honestly, je länger ich rutsche, je öfter ich rutsche, desto mehr Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen, bringt mir diese Rutsche. Es ist eine gute Rutsche. Es ist eine spaßige Rutsche. Kinder würden diese Rutsche mögen. Erwachsene würden diese Rutsche mögen. Vielleicht sind die Leute verloren gegangen, weil sie sich denken, oh mein Gott, Rutschen macht mir so einen unglaublichen Spaß. Ich wüsste aber auch... Leute. Okay. Das ist sicher... Oh mein Gott, was ist das? Ist das ein Wurm? Ist in der Rutsche ein Wurm? Oh mein Gott, das ist ein riesiger Wurm. Der steckt einfach in der Rutsche fest. Nein, was soll ich denn jetzt machen? Großer Wurm in der Rutsche. Das gibt Abzug. Das, also wirklich, es gibt wenig, was mehr Abzug gibt als großer Wurm in der Rutsche. Ach so, und Blut. Ganz ehrlich, kein guter Tag. Naja, gut. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Hallo Wurm? Was ist das? Da sind Arme. Da sind Hände. Die ziehen den Wurm in die Rutsche. Okay. Und jetzt was? Vielleicht hat sich die Wurmproblematik gerade in Luft aufgelöst. Vielleicht war das gar kein Wurm. Das fällt mir jetzt erst auf. Vielleicht war das ein eingepackter Mensch. So, wisst ihr, was ich meine? So eine Decke eingerappt? Das sah ein bisschen so aus, weil da hat jemand anders den ja auch reingezogen. Und der hat ja noch gewackelt. Vielleicht war das gar kein Wurm. Oh mein Gott. Falls es ein Mensch war, müssen wir den retten, oder? Ab in die Rutsche! Rutsch, rutsch, rutsch! Und immer weiter! Aus irgendeinem Grund hört sie nicht auf! Wir sind in der Rutsche! Es wird alles unsichtbar! Nein, ich will wieder raus, es ist wieder schwarz! Warum hört es denn nicht auf zu rutschen? Sind wir in... Was ist denn das? Das war aber nicht Teil der Rutsche! Also die war da vorher schon komisch... Crawl, crawl. Warum sollen wir krabbeln? Warum sind wir jetzt in so einem Abguss? Nein. Hold und dann Release Space. Was soll das denn? Ich verstehe nicht. Ah, wir können so schneller werden. Na, das ist super. Das macht Spaß. Okay, es geht für immer und immer und immer weiter. Also ich habe jetzt rausgefunden, wie man krabbelt. Das ist ja auch nicht schlecht. Das ist ja auch ein Skill, den man lernen muss irgendwann in seinem Leben. Das geht so lang. Ich will einfach nur raus. Ich will wieder in den Wald. Ich will ja nicht in der blöden Abgasse sein. Warum verwandelt sich denn die Rutsche auch? Nicht im Wurm? Bin ich im Wurm? War es doch ein Wurm? Das davor sah mir verdächtig rosa aus. Also ich weiß, es war sehr dunkel. Oh, wir rutschen wieder. Wir rutschen wieder. Let's go. Wie weit rutschen wir denn? Wo sind wir? Das ist eine andere Rutsche. Wir sind in einer anderen Rutsche. Neue Rutsche. Also die Rutsche davor, ich würde sagen, alle Sachen irgendwo in Betracht gezogen, sich 2 Sterne geben. Kann ich nicht mehr geben. War eine gute Rutsche grundsätzlich von der Rutschigkeit. War eine gute Steile, aber mit dem Wurm und im Wald halt, ne? Nicht erreichbar, die Sicherheitsrisiken. Die neue Rutsche sieht aber gut aus. Die neue Rutsche ist sehr lang, aber man muss halt teilweise so krabbeln. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja auch manchmal, wenn Rutschen halt zu flach sind und dann steckst du halt drin. Und dann musst du halt so ein bisschen so unangenehm robben, damit du weiterkommst, weil einfach nicht genug Rutschigkeit da ist. Wenig Rutschigkeit. Na gut, gucken wir mal weiter, ne? Aber das ist in so einer Art, eine halt alte Rutsche. Bei so einer Pyramide, seht ihr das? Oh mein Gott, da sind Treppen. Okay, ich wünschte halt, ich könnte irgendwie meine Taschenlampe benutzen. Vielleicht haben wir sie schon an. Gehen mal hier hoch. Irgendwo muss ja der Eingang für die Rutsche sein, ne? Damit wir halt auch nochmal gucken können. Oh mein Gott, nein, das ist der Wurm! Das ist der Wurm! Das ist... Ich glaube, das war ein Mensch. Weil wenn das ein Wurm war, dann sind wir ja immerhin sicher, ne? Der kam von hier oben. Hier scheint der Eingang zu sein von der Rutsche. Hier war wohl der Wurm. Hier ist eine magische Tür. Und hier ist das Herz der Rutsche, ne? Das pulsiert so ein bisschen. Das ist ganz normal. Oh, meine Tür. Oh mein Gott, ich bin eingesperrt. Hi, Herz der Rutsche. Was geht ab bei dir? Das gibt's halt manchmal. Da muss man die Ketten, muss man entfernen vom Herz der Rutsche. Das ist ganz normal. Kein Problem. Also das mache ich mal, weil sonst ist die Rutsche halt defekt. Dann können halt komische Sachen passieren. So wie ihr das gerade gesehen habt. Das ist ganz normal. Aber das liegt halt daran, dass das Herz der Rutsche hier befestigt ist, ne? Wir machen das mal frei. Hier, Kette gelöst. Das wackelt jetzt schön. Jetzt sollte wieder alles normal sein, oder? Viele Rutschen haben das. Das ist gar nicht unüblich, das habe ich jetzt schon mehrmals gesehen, aber Herz der Rutsche, da muss man, also das ist halt der Job von den Leuten, die da wirklich kommen und dann Maintenance machen.
die müssen halt auf sowas achten, ne? So, keine Sorge, hier ist so eine Art Scheibe. Jetzt müssen wir das Herz der Rutsche füttern. Aber das mache ich gern. Das mache ich wirklich gern. Das ist halt... Oh, die geht jetzt runter. Die geht jetzt hier in den Schacht und dann kann er dort was essen. Das ist ja schön eigentlich, grundsätzlich gesehen. Was ist hier wohl? Irgendwie, wir kommen hier raus irgendwie wieder. Also ist wahrscheinlich in den Gang, oder? Können Sie bitte mal... Ich habe das Herz der Rutsche doch gefüttert. Ich habe alles gemacht, was ich machen sollte. Oh, hier geht's weiter. Hey! Nein. Oder kommt der? Kommt der zu mir? Verfolgt das Ding mich? Ja, das Ding verfolgt mich. Warte, da geht's lang. Da geht's lang. Da geht's lang. Da geht's lang. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich kann crawlen. Ich kann crawlen. Ich weiß, wie man crawlt. Ich bin der beste Crawler der Welt. Das Ding verfolgt uns. Keine Ahnung, was das ist. Das war aber langsam. Das war langsam und ich glaube, das kann nicht so gut crawlen wie wir. Deswegen rutschen wir uns hier raus. Das würde die, die halt wenig rutschige Rutsche, ne? Die lange. Die gefällt mir nicht. Also der zweite Run ist auch nicht so viel besser als der erste Run, muss ich ganz ehrlich sagen. Erster Run fand ich ein bisschen angenehmer, weil da hatten wir wenigstens noch so das Element der Überraschung. Aber jetzt im zweiten... gar nicht hinter mich gucken. Ich habe so Angst, dass das Ding hinter mir ist. Wahrscheinlich ist das so einfach nur an meinem Nacken. Ich hab so Schiss. Hier rutschen wir. Rutschen ist ja Tempo. Tempo ist gut. Tempo heißt, wir machen ein bisschen Meter. Wir machen ein bisschen Distanz, klar. Oh mein Gott, warum ist denn diese Rutsche? Warum hat die denn so viele Bergauf-Partien? Also normalerweise geht eine Rutsche bergrunter, ja? Nicht bergauf. Das gefällt mir überhaupt nicht. Hier, oh, ich will doch einfach nur raus. Raus, lass mich raus. Bitte. Weiter crawlen, weiter crawlen, weiter, wir müssen crawlen. Für immer und ewig gefangen in der längsten Rutsche der Welt, die aus irgendeinem Grund immer nur nach oben und nach unten geht. Die Rutsche muss so wie so ein W aussehen von außen, ohne Mist. Das ist doch Quark. Warum wird's dunkel? Warum wird's dunkel? Hallo, Rutsche. Wir sind doch gerade aus dem schlechten Ort raus. Können wir nicht wieder irgendwo Gutes hin? Warum wird es denn immer dunkel? Warum ist es... Nein! Was? Ist das die rote Rutsche vom Anfang? Und jetzt ist sie weg. Alles klar. Zweite lange Rutsche. 1 von 5 Sternen. Also die fand ich nicht gut, muss ich sagen. Also kein erfolgreicher Rutschentest heute. Vielleicht muss ich mir einen anderen Job suchen, weil ich glaube, sowas gefällt mir eigentlich nicht. Das ist nicht unbedingt, ne? Muss ich vielleicht einen Haken hängen. Alles klar, Leute, das war's dann aber mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Das ist übrigens meine neue Wohnung. Ich bin umgezogen. Tada! Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich muss noch renovieren. Ich habe noch keine Vorhänge. Und die Dinger sind noch nicht fertig. Ich habe nur meine alten Möbel reinräumen lassen bisher. Und ja. Also, falls euch das interessiert, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann mache ich euch so einen kleinen Renovierungs-Wohnungs-Umbau-Vlog. Auf jeden Fall kommen jetzt wieder regelmäßige Videos. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!